Weiß man ja nicht. Okay, Fertigkeiten. Jetzt haben wir eine neue Kraftstufe schon wieder. Ground Pound. Fokus. Schadensbonus, wenn man mit dem Gegner mehrfach Krafteingriff, einen kräftigen Schlag, den ernste Schäden zufügt. Jawohl. Nahkampfwurf. Mehrfachwurf. Visieren Sie im Wurf, wenn wir drei feine Einheiten, Sie mir Ziele markieren, lassen Sie zum Werfen los, um die einen wieder aufzuheben, drücken Sie. Okay. Ah, leichte Beute. Detonation. Kampfwurf, wenn Sie einen Gegner versuchen, massiven Schaden. Mit diesen 90 Grad mehr Gegner halten Sie. Also hier brauchst du zwei Handwaffe. Die Ausdauer kostet natürlich schwer, die Hälfte senkt. Trampeln. Ground Pound. Ich kann schon auf die Brünen. Ich mach mal den Fokus. Also wenn wir die jetzt treffen öfter, dann gibt das einen Bonus. Hallo Oma! Lebt ihr noch? Hey! Stolperst du etwa? Irgendwann, ne? Das machen wir jetzt Akku, wenn die mich so angehen. Gibt's hier nichts? Klar. Okay, wir müssen uns aber auf jeden Fall mal zu unserer Mission begeben, weil. Ja, aber so nur Schaden kriegen. 45 Meter ist ja nicht weit. Ist ja in die Richtung nur. Achso, ja, wir müssen ihn kontaktieren, stimmt. Crane. Bericht. Hab Raiz getroffen. Kein Zweifel. Er ist Suleiman, ein echter Psychopath. Vom skrupellosen Politiker zum verkackten Warlord. Weiß er, dass Sie für uns arbeiten? Nein. Für ihn bin ich nur ein weiterer Turmbewohner, den er Faxen machen lässt, bevor er ihm Antizin gibt. Verstanden. Fahren Sie fort wie gehabt. Wir brauchen die Unterlagen. Toll. Crane, Ende. Begeben Sie sich zu einer Funkantenne. Okay. Das sollte ja machbar sein. Hui! Hey, Al Capone, bist du bereit? Was genau soll ich jetzt machen? Der Funkverkehr ist seit der Quarantäne ziemlich unzuverlässig. Diese Modulatoren verstärken das Signal, damit Raiz mit den Außenposten am Stadtrand kommunizieren kann. Das ist für alle von Vorteil, nicht nur für Raiz. Vielleicht. Aber der Kaiser muss sein Reich überwachen. Finger bei Kamadali! Frisst das! Ich bin dir für deine Hilfe auf ewig dankbar. MP. Zerstörer. Wenn man Motti kriegt oder was? Das bringt ja nichts, die Waffen zum Mund. Ich meine, die gehen ja sowieso übelst schnell flöten.
Pilze. Florenzierende Pilze, um ihn zu sagen. Ach. Steht da so schön. Willst du mich verarschen? Meine Bude. Also brauchst halt einfach mal unmenschlich viele von den Dingern, ne? Ich nur mal gleich anmerken. Ja, wir müssen den Strom wieder aktivieren. Hast du recht. Okay, nice. Jetzt irgendwie wie eine Bewandtnis, ne? Holy shit, was ist denn bei dem Phase? Antenne. Wenn der Strom nicht an ist, musst du ihn anstellen. Wirklich? In den Schuppen am Fuß der Antenne müsste ein Schalter sein. Auch noch. Herzlichen Glückwunsch. Alter Falter. Ha, was? Ich dachte, er ist tot.
Mist, ich habe hier ein ganz mieses Gefühl. Oh! Holy shit. Ja, wir sind da alles niedrig, ja, das ist so gut mitbekommen. Holy shit! Überlebende 800 Punkte verloren, alles klar. Alter, hab ich mich erschrocken. Ach ja, so. Wo bin ich denn jetzt? Hier ist hier der Händler. Hallo? Ich muss mal ganz kurz Aufnahme-Session unterbrechen, deswegen. Unter Wasser, ey. Polizeischlagstock, Hakenklinge, Handling, Reparatur um 5. Boah, der ist nice. Der kostet 6000. Müll nehmen wir mit. Umso höher hochwertig das Material, umso. Oder der Stuff. Umso mehr kannst du die auch reparieren. Das finde ich ganz cool. Meth Kit. Molotov guckt jetzt Wurfsterne. Ich mach hier mal. Ja, komm. Simple Hacker. Kurzes Messer modifiziert. Exquisit. Das hat er natürlich eigentlich schon richtig viel Stuff. Ich hab doch jetzt in der Fassung Zerstörer. Haltbarkeit plus 2. Okay. Ja. Zerlegen. Ja. 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 Okay, jetzt müssen wir da nochmal. Oh, halt. Jetzt mal durch Stacheldraht gelaufen. Will eigentlich nicht eben noch so einen Punkt hier kriegt, ja? Ah, siehst du? Findigkeit. Ja. Betäuben Sie Gegner, die den Übersprung haben, 5 Sekunden lang. Okay. Wurf. Halbieren Sie den Schaden beim Stürzen. Ein Fahrer ist großer Höchst, der noch tödlich. Das mache ich auch mal für den Fall. Okay, lass mich mal ganz kurz schauen. Der brennt überhaupt nicht. Ganz ruhig, Hulk. Brennt er nicht? Shit. Oh.
Oh, ich brenne. Okay. Muss man den Strommüll anschließen? Hier wären wir nämlich nicht reingekommen, wenn er da gewesen wäre. Deswegen. Ich schreie, weil dieser völlig irre Infizierte, dem das Gedärm aus dem Maul baumelt, mich mit giftigem Schleim bespuckt hat. Kein schlechter Grund. Ich dachte, jetzt zerplatzt irgendwie oder so. Holy shit. Nice. Holy, holy moly. Das muss man natürlich angehen. Berserker. Ja, wir haben soeben ein Waffen-Upgrade gefunden. Holy shit. Was schon? Also lieber euren Arsch in Bewegung setzen. Das ist schlecht. Das war's. Der Saft fließt wieder. Gut. Und jetzt hoch zur Spitze. Auch noch. Der ist ja einfach runter gesprungen gekommen, der Typ, ne? Das sollte uns zu denken geben. Sowas ähnliches haben wir ja schon mal gemacht, aber nicht... Nicht hierfür, für sowas. Aber da muss man ja auch so klettern. Das scheint sich also nicht viel. Holy shit. Oh. Was Leertaste benutzen. Und dann? Da kann ich hochklettern. Ah. Okay, wir haben also noch eine knappe Stunde. Oh Scheiße. Karim, jemand hat das Ding bereits ausgeschlachtet. Hier gibt es nichts mehr anzuschalten. Scheiße, hatte ich befürchtet. Naja, dann weiter zum nächsten Mast. Das ist nicht weit. Aha. Nimm die Seilrutsche und geh Richtung Osten. Da ist er. Richtung Osten? Alter, ohne Witz. Wir müssen auf jeden Fall in einem fucking Unterschlupf, bevor die Sonne unter...
Ja, jetzt nicht. Ja. Soll das ein Witz sein? Endige Gelände. Verstehst du? Ja. Oh, Alter. Hey Karim, was ist, wenn der zweite Sender auch kaputt ist? Du meinst wohl, was dir blüht, wenn du Reis enttäuscht? Ganz einfach. Ein grausamer Tod. So, ich muss ja nicht wiederkommen. Was? Was du bestimmst, wenn es vorbei ist? Na, da haben wir ja Glück. Leer. Shit. Oh, fuck. Er springt auch nicht ab. Holy shit. Okay. Wieso treffe ich nicht? Ja.
Holy shit. Ich werde mich jetzt hier in diesem Bereich aufhalten und mir so ein bisschen mit denen spielen. Okay. Machen wir erstmal eine Pause.